Einen wunderschönen guten Tag hier aus Erfurt und ich bin hier in der Glashütte. Es ist wunderschön, ihr seht den Ausblick. Ich kann jedem empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Das Thema von heute ist, wie links schlägt ein Herz, und mein Gast, Bodo Ramelow. Wie links schlägt ein Herz, Herr Ramelow? Na, ganz praktisch erstmal, also hier. Und das ist dann die Frage des Betrachters. Für mich als Mensch ist es erstmal notwendig zu wissen, dass das Herz gut funktioniert und dass es ordentlich im Takt schlägt. Also taktlos wäre blöd. Und wenn es auf der falschen Seite schlagen würde, wäre es auch ganz blöd. Apropos taktlos schlagen, wie war denn so der Parteitag für Sie? Oh, ganz schlechtes Thema, ganz schlechtes Thema. Also der Samstag war taktlos, also war zumindest für mich überschattet mit einer Reihe von sehr unangenehmen persönlichen Erfahrungen. Aber am Sonntag mit der Gesamtaufstellung des Vorstandes bin ich sehr zufrieden. Also mit den beiden Vorsitzenden, Katja Kipping und Bernd Rixinger. Beide kenne ich sehr lange. Bernd Rixinger kenne ich schon seit 35 Jahren als HBV-Kollege. Das ist ein sehr offener Typ. Und Katja Kipping ist immer auf der Suche nach neuen Themen und gehört gar nicht zu den dogmatischen Hardlinern, sondern sehr angenehm. Also die hat schon über bedingungsloses Grundeinkommen geredet. Da gab es die Piraten noch gar nicht. Und sie ist jetzt offensiv mit den Piraten darüber im Gespräch. Und ich finde, das ist eine gute Herangehensweise. Sind Sie auch fürs bedingungslose Grundeinkommen? Ich bin für die bedingungslose Diskussion darum. Weil die Frage, ob man das Ding so nennt oder ob man am Schluss sagt, es muss eine steuerfinanzierte Rente und Sozialabsicherung geben oder eine beitragsfinanzierte, da ist mir der Name relativ egal. Was ich will, wir müssen weg von der Logik, dass die Kapitalmärkte unsere soziale Zukunft sichern. Wir erleben gerade an den Katastrophen in Griechenland und in Spanien, und das Damoklesschwert hängt auch über uns. Je mehr wir von der persönlichen Sicherung aus einem Gesellschaftssystem weggehen, hin zu einer kapitalgedeckten, desto mehr sind wir von den Zockern abhängig. Und bei den Zockern weiß kein Mensch mehr, was die da eigentlich treiben. Und ich glaube, denen muss man das Handwerk legen. Wer sind die Zocker? Das sind große Investmentgesellschaften, das sind große Hedgefonds. Wir reden nicht mehr nur über einfache Banken. Ich habe gerade persönlich eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht. Mir ist gerade eine Rücklage, die ich bei einer Bank habe, bei der ich seit 30 Jahren Kunde bin, ohne Kommentar gesperrt worden, sodass ich jetzt mit einem Anwalt mich mit meiner Bank auseinandersetzen muss. Der Hintergrund ist, diese Bank ist jetzt zum dritten Mal verkauft worden. Das heißt, es nützt mir gar nichts, 30 Jahre Kunde zu sein, wenn auf einmal eine spanische Großbank meine ehemalige Gewerkschaftsbank übernimmt und dann die Bedingungen sich auf einmal dort sehr unangenehm ändern. Und dasselbe, jetzt habe ich privat sozusagen eine kleine Erfahrung. Wenn aber ein mittelständischer Betrieb so eine Erfahrung macht, gehen Arbeitsplätze hops. Und wenn ein Mensch mit einem geringen Einkommen so eine Erfahrung macht, dann ist seine soziale Sicherung im Eimer. Und das kann nicht sein. Also deswegen sind so Dinge wie Riester-Rente und sowas, sind alle in die völlig falsche Richtung gegangen. Ich komme mal zum Punkt Transaktionssteuer. Kriegen die das noch irgendwie auf Regierungsebene gebacken? Ja, im Kern ist das Problem ja, dass die FDP aus ideologischen Gründen das nicht will. Es gibt keinen Vernunftgrund dagegen. Wir brauchen dringend eine Transaktionssteuer. Also das, was schon seit 20 Jahren diskutiert wird über die Tobin Tax, also über Geldverkehrskontrolle und Geldverkehrsbesteuerung, das wäre dringend notwendig gewesen, um unserer aller Willen, also nicht nur, das ist keine Frage von links. Ich frage immer Unternehmer, mit denen ich diskutiere, was sie mehr bedroht. Der drohende Weltkommunismus der linken Partei, die Enteignung des Cafés, in dem wir gerade sitzen, oder der Eisdiele, oder ein Weltfinanzsystem, bei dem zwischen der realen Finanzaktion und der irrealen mittlerweile ein Verhältnis ist von 1 zu 14. Tendenz 1 zu 15. Das heißt, auf 15 Dollar weltweiter Finanztransaktionsmasse kommt nur noch ein einziger Dollar Realwirtschaft. Und das kann nicht gut gehen. Das ist ein Irrsinn, das ist ein Voodoo-Zauber, der nicht mehr zu kontrollieren ist. Was glauben Sie, wann dieses System crasht? Wenn das Vertrauen endgültig futsch ist. Also wenn irgendjemand sagt, der Kaiser hat keine Kleider an. Das sind keine neuen Kleider. Auch der neue Rettungsschirm sind keine neuen Kleider. Es ist nur, dass das nationale Budget völlig aus der Hand gegeben wird. Wir geben uns mit den Instrumenten immer mehr in die Hand der internationalen Zockermentalität und wir schaffen kein Stück Schutz. Erst wenn wir zurückkommen auf regional, dezentral und der regionalen Verankerung, also wenn wir wieder auf Bankensysteme kommen, die auf Genossenschaftsbasis aufbauen oder das Sparkassensystem in Deutschland,
hat sich über Jahrzehnte hinweg gut entwickelt, über seine Verkoppelung mit der Gemeinde. Wir brauchen also ein Hin zu mehr regionaler Verankerung. Und im Internationalen Jahr der Genossenschaften, das ist das Jahr 2012, würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr über Genossenschaften wieder diskutieren, im positiven Sinne. Ich komme ja aus Westdeutschland, bin Gewerkschafter, habe den Niedergang der neuen Heimat erlebt, habe erlebt, wie katastrophal die Gewerkschaften das Ansehen von Genossenschaften nicht nur ramponiert, sondern zerstört haben. Jetzt im großen Abstand dazu wird es Zeit, dass wir wieder über Genossenschaften als gutes Instrument der regionalen Entwicklung reden. Sie haben jetzt Wahlen hinter sich hier, bald wieder vor sich. Sie gewinnen gerne. Ich habe gesehen, Sie haben einen süßen Hund, der heißt Attila. Kommt sicher nicht von ungefähr. Wie sehen das die Parteikollegen? Ich meine, Sie wollen ja jetzt sehr lange schon über Inhalte diskutieren, kommen Sie aber nicht so wegen der ganzen Personaldiskussion. Wo geht's hin? Also, auf der Bundesebene haben wir die Personaldiskussion in Göttingen beendet. Da bin ich froh drum. Da haben wir einen guten Start jetzt hinbekommen. Und ich merke, die ersten Tage nach Göttingen tun uns auch gut. Also auch emotional. Wir kriegen wieder Ruhe und Luft und können wieder anfangen, miteinander vernünftiger zu diskutieren. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Wahlen zu gewinnen. Man muss selber motiviert sein. Wer nicht motiviert ist, kann mit Wählern nicht reden. Ich frage mich immer, warum verliert Rössler Westerwelle, warum gewinnt Kubicki Lindner, warum verliert die Bundespartei, warum gewinnt ein Bodo Ramelow? Und hat er höhere Ansprüche in den nächsten Jahren? Also gut, die letzte Frage ist mir ja jetzt wochenlang gestellt worden. Und da habe ich immer gesagt, ja, ich beabsichtige zu kandidieren. Und dann kommt immer die verblüffende Rückfrage, ja, wann und wo? Und ich sage, als Ministerpräsident von Thüringen, das möchte ich schon noch werden. Also weil ich auch einen Gestaltungsanspruch für unsere Partei deutlich anmelden muss und anmelden will, weil wir einfach Ideen haben, wie dieses Land positiver weiterentwickelt werden kann. Aber sagen wir mal so, Typen wie Lindner und Kubicki sind eben Typen. Also mit Ecken und Kanten. Die sind eben nicht so Mainstream. Also gerade Kubicki ist jemand, den ich in seiner Art sehr gut leiden kann, wo ich denke, das ist so ein Typ, der ist so erdverbunden und manchmal hemdsärmlich. Aber er ist für die Bürger bei sich in seiner Region zum Anfassen. Der letzte Bundesvorsitzende meiner Partei, Klaus Ernst, meinte vor einigen Wochen hier einer Zeitung sagen zu müssen, so als unangenehmes Bourmont wollte das sagen, so, jede Partei hat einen Kubicki. Und der Journalist schrieb, naja, damit meinte er Bodo Ramelow. Daraufhin habe ich ihm eine SMS geschickt und mich für seinen Humor bedankt. Das sei mir noch nie aufgefallen. Das sei ja ein dickes Lob, das er da über mich verkündet hätte. Denn völlig klar, also Kubicki hat alle Parteivorsitzenden überlebt, ist ein Vollblutwahlkämpfer und der letzte Hoffnungsträger seiner Partei. Und ich meine, so ein Lob von Klaus Ernst, das hat mir ja Freude gemacht. Und da freue ich mich ernsthaft für Sie. Also in Thüringen haben wir gerade die Oberbürgermeister-, Landratswahlen und Bürgermeisterwahlen gewonnen. Das sind alles Personen und Persönlichkeiten. Das ist nicht Bodo Ramelow geklont, sondern das ist sozusagen unser politisches Angebot, in der Region verwurzelt zu sein, hier im Alltag für jeden erreichbar zu sein. Das ist unser Geheimnis. Wir sind hier regionale Volkspartei und wir haben bei den Stichwahlen mit 7 Personen in der Stichwahl gelegen und haben alle 7 Personen gewonnen. Und da kann man nur sagen, das war der gleiche Sonntag, an dem wir in Schleswig-Holstein leider aus dem Landtag rausgewählt worden sind. An dem gleichen Sonntag haben wir bei einer kleinen Landtagswahl hier, immerhin waren 890.000 Wählerinnen und Wähler aufgerufen in Thüringen, ihr Kreuzchen zu machen und sie haben es bei der Linken gemacht. Also viel Grund, auch miteinander sehr aktiv und sehr stolz auch in die Herausforderung zu gehen. Jetzt sind Sie Landrätinnen und Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen und haben die Funktion und wir müssen als Landtagsfraktion jetzt helfen, damit das auch ein Erfolg wird. Ich nenne immer 3 Begriffe zum Schluss und bitte um kurze Assoziationen. Oscar Lafontaine. Ein Vollblutpolitiker der deutschen Nachkriegsgeschichte, der entscheidende Weichen mitgestellt hat für die SPD, nämlich den ersten Sieg von Schröder. Und daran ist er auch gescheitert, an seinem eigenen Sieg. Katja Kipping. Eine junge Frau mit Ideen, die weit über den Tag hinweggehen. Und ihre Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen hat sie in einer Form schon auf den Weg gebracht, dass wir heute sagen können, wir können auch mit den Piraten auf gleicher Augenhöhe debattieren.
Die haben jetzt auch einen Parteichef, der auch durch das Grundeinkommen auch vorangekommen ist und jetzt politischer Geschäftsführer ist. Aber ich will das gar nicht groß kommentieren. Dritter Begriff, Verfassungsschutz. Eine sehr interessante Geschichte. Also ich sage immer, wenn dieser Verfassungsschutz ja eine Service- und Dienstleistungseinrichtung wäre, dann würde ich wenigstens am Jahresende meinen Lohnsteuerjahresausgleich von Ihnen kriegen, indem Sie mir mal ausdrucken, wo ich wann war. Oder Spaß beiseite, dieser Verfassungsschutz ist überflüssig wie ein Kropf. Er hat den NSU-Terror nicht bemerkt. Der Thüringer Verfassungsschutz hat sogar noch mit Schuld, dass dieses NSU-Unwesen überhaupt losgehen konnte. Ob sie vom Terror Kenntnis hatten, wissen wir nicht, untersucht gerade der Ausschuss. Aber wenn der Verfassungsschutz den NSU-Terror nicht kannte, dann ist er überflüssig. Wenn er ihn kannte, dann ist er lebensgefährlich. Beides Gründe zu sagen, diese Art von Verfassungsschutz, diese Art von Geheimdienst gehört abgeschafft. Wissen Sie, was ich sehr sympathisch finde an Ihnen, Herr Ramelow, das ist jetzt, das glauben Sie gar nicht. Wenn ich normalerweise Interviewgäste habe, dann bekomme ich immer das Café genannt, das die Mitarbeiter so aussuchen. Und Sie haben tatsächlich sich die Mühe gemacht und Ihr Lieblingscafé genannt. Was verbindet Sie hier mit der Glashütte? Der Architekt, der das hier gebaut hat, ist ein Freund von mir. Ich habe mit ihm immer gestritten, ob das hier wirklich schön ist. Ich weiß auch nicht, ob es schön ist. Aber es ist so, dass es an der Stelle historisch einen Kontrapunkt setzt und den besten Blick über die Stadt ermöglicht. Und das Gelände, wo wir hier sind, die Zitadelle Petersberg, ist das größte Flächendenkmal Thüringens. Und hier verbinden mich sehr viele persönliche Erinnerungen. Hier oben steht das Denkmal des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs, das erste in Deutschland in dieser Art, das an einem Originalplatz errichtet wurde, wo Deserteure erschossen wurden. Hier oben ist aber auch die gesamte Militärgeschichte des Preußentums und der Mainzer, aber auch der ganzen Entwicklung Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und trotzdem ist es das größte Denkmal. Und hier oben könnten Arbeitsplätze für die nächsten Jahrzehnte entstehen, indem man es zu einer Stiftung für Denkmalschutz und Denkmalpflege macht und eine andere Form von Arbeit. Also statt langzeitarbeitslose Bauarbeiter zu Hause zu lassen, hätten wir hier oben viel Arbeit für diese arbeitslosen Bauarbeiter und wir hätten Ausbildung junger Leute in alten Gewerken. Hier oben könnte tatsächlich viel mehr über den Tag hinaus noch passieren. Man sieht jetzt schon, wie schön es hier ist. Das ist viel von Arbeitslosen schon errichtet worden und modernisiert worden, aber es könnte noch über 20 Jahre hinweg noch viel, viel mehr hier passieren. Das ist eine spannende Geschichte für uns, für die ganze Stadt und deswegen bin ich so gerne hier. Sie wissen aber, Sie sind noch nicht Ministerpräsident. Aber ich bin jederzeit in der Lage, die Ideen schon mal aufzusagen, weil ich den Leuten eben konkret sagen will, nicht wählen Sie mich und alles wird gut. Das kann keiner versprechen. Aber zu sagen, also ich habe eine konkrete Vorstellung, wie man Entwicklungen vorantreibt, wie man Regionen vorantreibt und vor allem, wie man die Bodenhaftung behält. Das wären die Dinge, die ich sozusagen für mich reklamiere, um sie den Wählerinnen und Wählern immer wieder auch deutlich zu machen. Und insoweit, ich habe hier meinen Direktwahlkreis zweimal gewonnen. Das heißt, die Bürger haben auch Vertrauen darauf und entsenden mich in die Politik. Das ist ein gutes Gefühl und wenn ich durch die Stadt gehe, ist meine Prominenz für manche Leute verwunderlich, wenn sie mit mir entlanglaufen, aber für mich ist es ein schönes Gefühl, über die kleinen Probleme mit den Menschen auch direkt reden zu können. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Ramelow, und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier in der Glashütte. Und euch grüße ich auch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast, schon angekündigt, erfahren, Grand Dame, gestürzt über einen Fiesling, Hertha Däubler-Gmelin. Bis zum nächsten Mal.